Das Main-Theme, was John Williams 1993 für Steven Spielbergs Meisterwerk erschaffen hat, wurde sehr schnell zu einem gigantischen Wiedererkennungsmerkmal für die gesamte Jurassic-Reihe und ist mittlerweile ein fast genauso wichtiger Bestandteil für Jurassic Park wie die Dinosaurier selbst. Es soll das Wunder darstellen, das man empfindet, wenn man das erste Mal in seinem Leben einen echten Dinosaurier sieht. Und das macht es damit so ziemlich auch zu der Musik der Dinosaurier in Jurassic Park. Also was zur Hölle ist bitte mit Dominion passiert? Über die Qualität von Jurassic World ein neues Zeitalter kann man sich ja durchaus weiterhin streiten. Was den Vogel aber wohl für die meisten abgeschossen hat, war das Fehlen des klassischen Jurassic Park Themes. Ich meine, ja, es kam hin und wieder vor, aber dann auch nur ganz kurz, wenn das alte Trio zu sehen ist. Denn es ist nie komplett zu hören, nicht mal in den Credits. Es ist jetzt durchaus nicht das Einfachste, einen kompletten Film zu machen. Da kommt sehr viel verschiedene Arbeit und Einflüsse von verschiedensten Leuten über Jahre hinweg zusammen, wobei im schlimmsten Fall auch sehr viel schief gehen kann. Was man hingegen absolut nicht versauen kann, ist einmal kurz eine Musik abzuspielen, um die Fans glücklich zu machen. Vor allem noch, wenn das ein Wiedererkennungswert für das gesamte Franchise ist. Doch was, wenn ich euch erzähle, dass es tatsächlich einen guten Grund für das Fehlen des Jurassic Park Themes in Dominion gibt? Mit Jurassic World Dominion ließ die Reihe das erste Mal den Park hinter sich und stand der neuen Welt, in der Menschen und Dinosaurier koexistieren müssen, bevor. Wenn wir uns jetzt erstmal anschauen, wie in der Vergangenheit die Jurassic Park Musik eingesetzt wurde, fällt uns ganz schnell das Schema auf, dass das immer in Verbindung mit dem Park bzw. der Insel gebracht wurde. Wie Zack und Gray in Jurassic World auf Isla Nublar ankommen, wie die Camper durch das große Tor fahren, wie die Dinosaurier am Ende von The Lost World wieder in Frieden auf der Insel gelassen werden und nicht zu vergessen. Welcome to Jurassic Park. Dachshund! Dachshund, we've got Dachshund here! Und das bringt uns zu Jurassic World, das gefallene Königreich. Der Film, in der die Heimat des Jurassic Parks, Isla Nublar, durch einen Vulkanausbruch zerstört wurde. Und explizit diese Szene ist für unsere Frage enorm wichtig. Nicht nur sieht man die Insel und den Brachiosaurus, das erste Tier, was man je in dieser Reihe gesehen hat, in Flammen untergehen. Wenn man dabei noch etwas auf das Audiovisuelle achtet, hört man in den letzten Szenen, in der man die Insel sieht, das Jurassic Park-Theme. Wie es langsam, immer weiter verstummt. Und danach hört man diese Melodie auch nicht wieder. In Hinblick darauf, dass diese Musik Welcome to Jurassic Park heißt, ergibt es tatsächlich sogar irgendwo Sinn, dass mit dem Tod der Insel und dem Verstummen dieser Musik uns klargemacht werden sollte, dass es vorbei ist, dass das Königreich gefallen ist. Und dass uns nun ab diesem Punkt ein neues Zeitalter bevorsteht. Ich weiß, in Fallen Kingdom kam tatsächlich später nochmal eine ruhige, sentimentale Version dieser Musik, aber auch nur in dem Kontext, dass Claire verzweifelt auf das Vergangene zurückgeblickt hat und erzählte, wie es ist, das erste Mal in seinem Leben einen Dinosaurier zu sehen. Wofür dieses Theme ja eigentlich gedacht ist. Und Jurassic World Dominion? Ja, Dominion löst das sogar ziemlich interessant. Vielleicht hat sich jemand von euch schon mal ausführlicher mit dem Soundtrack des Films auseinandergesetzt. Jedenfalls ist das Theme von Biosyn im Film eine ganz große Sache. Schauen wir uns doch mal an, wo es genau spielt. Oha, kommt einem das nicht irgendwie bekannt vor? Ganz richtig, denn diese Szene würde wortwörtlich genauso funktionieren, wenn man einfach das hier machen würde. Und in dieser Biosyn-Melodie kann man unter anderem sogar starke Ähnlichkeiten zu der Musik aus Jurassic Park raushören. Wisst ihr noch, wie ich eben gesagt habe, dass das Jurassic Park-Theme auch irgendwo das Theme der Dinosaurier in der Reihe darstellen sollte? Ja, das hat Dominion jetzt auch geändert, denn Dominion hat tatsächlich irgendwo seinen eigenen Soundtrack für die Dinosaurier. Was ich damit sagen will, ist, dass die Zeit des Jurassic Parks vorbei ist. Man befindet sich nun in einer neuen Welt und macht demnach neue Dinge. Bei der Ankunft mit dem Flugzeug hätte man in Jurassic Park natürlich noch das alte Theme verwendet. In Jurassic World Dominion nutzt man hingegen etwas Neues, was im Vergleich zum alten ziemlich ähnlich klingt. Es klingt vertraut, ist aber etwas komplett Unbekanntes. Genau wie Jurassic World Dominion und alle noch folgenden Einträge im Jurassic Franchise.
Und wenn die alten Charaktere, wie zum Beispiel Dr. Alan Grant, auftreten, spielt eben noch die alte Melodie. Da es genau derselbe Fall ist wie mit Claire. Diese Charaktere sind für ihren Auftritt im Jurassic Park bekannt geworden. Und vor allem das alte Trio hat man das letzte Mal zusammen, damals in Jurassic Park, gesehen. Und genau deswegen hört man, wenn diese Charaktere auftreten, noch kurz die alte Melodie. Klar, man hätte vor allem in Hinsicht darauf, dass es als das Finale von Jurassic Park beworben wurde, in solchen Szenen wie jetzt beim Helikopter, durchaus auf den alten Soundtrack zurückgreifen dürfen, aber für das, was Jurassic World Dominion damit erreichen will, nämlich ein neues Zeitalter, eine neue Welt zeigen und das Vergangene hinter sich lassen, kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Lustige Gags, lustige Gags. Hahaha.